Aber die sind verdächtig ruhig hier. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Attacke! Uah! Keine Chance! Was sind das eigentlich für Viecher? Gezüchtete Abwehrmaßnahmen oder was? Nur noch ein Stück. Das hier ist blau, ne? Ne, grün. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Das ist ein Spinnenwachroboter. Halt dran und MP aufladen. Nicht leichter als das. Los geht's. Denke ich mal, warum kann man denn leider von oben nach unten einfach machen? Ah, hey, Kumpel. Oh, die Türsteher! Mit Laser verstärkt. Die sind auf Weg hier vor. Übernimm du. Auf Onkel Baron des Palas. Schloss mich, schloss mich. Es gibt bloß zwei da, noch eine Laserkanone. Eine haben wir noch. Okay, warte mal, Magie, Blitz. Los, gib alles! Fertigkeit im Puls. Nein, nicht Eis! Ups. Fähigkeit. Steht da eine Wild Avalanche, Credo? Wow. Okay, diese Fähigkeit ist ja scheiße. Ich dachte, da können wir nicht so schnell an der Wille oder so. Ne, wie hat das geheißen? Strahlschuss oder irgend so ein Mist? Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Schutzweste, geil. Das ist für die Tüffe. Drückende Stimmung ist geil. Sephiroth, Soldaten, Marco, Shinra, sie alle. Ich hasse sie alle.
das klar? Oh. Tifa. Hm? Wie der Barrett immer vorausrennt, war ich schon erster verdammte Fernkämpfer. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Kabum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Jetzt dadurch? Nee, hab ich auch gewundert. Oh. Ey. Moment, warte! Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Schmittenjahr übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige... Mach schon, ihr Scheiß! Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgards haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Genie streit ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an der Stabilierung. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Oh nein. Ja, ihr Penner. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Eindringlinge sofort festnehmen, ja, und zur Kommandobrücke. Die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Eine Order des Stabs. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Eindringlinge ein Exempel sofort festnehmen statuieren? Und zur Kommandobrücke abführen. Wir werden den Robo zerlegen.
Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Nochmal Gegenstände. Supertrank. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen. Alter, sollst du mich hier nicht voll, Junge. Was soll's denn da so viel? Ach ja, da darf jetzt den Knopf selber drücken. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit. Hey, das sind lauter Kisten. Alarm! Festnehmen! Bis hier und weiter. Neuer Versuch. Allein seid ihr genug. Das wird so nicht. Mal Fertigkeit. Nein, Schwertsturm. Oh, das ist ja auch einer. So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Ja, da waren doch Kisten. Barrett, Cloud, seht mal. Da. Hä? Warte, da liegt was. Was hast du da aufgehoben? Eine Schlüsselkarte. Ja, kann man nie wissen. Oh. Was denn? Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Die hätten wir ja. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Highlighten entsorgt werden, können für den Erbaster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit dem Gegenstand kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Überleg dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Warte mal, hä? Ja, mach. Die M-Einheit wird entsorgt. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Ich meine, ich weiß nicht, was da drin wäre, aber kriege ich die dann als Belohnung, wenn ich die nicht zerstöre, oder wie ist das? Das erklärt sich da drin nicht wirklich. Man kann so eine Reserve auffüllen. Hä? Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Vorwärts! Auf! Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. So, gehen weg. Die Augen auf dem Schädel. Auf jeden Fall mal das Wichtigste, auf die weit entfernten gehen. Was soll denn das hier sein? Warum ist hier Felsen und alles?
werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ach, dass ich immer diese dämlichen Knöpfe drücken muss. Ah, das ist das nächste. Transport von B7 initiiert! Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier. Und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüf das! Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Wir brauchen mehr Zeit! Halten Sie irgendwie auf! Jawohl! Hier endet eure Tour! Was? Ich weiß nicht, was er meint. Zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Und überlasse ich dir, Cloud. Ja, ich überlasse es auch mir. Das ist für Bomben. Was macht das da? Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Sorgen der Kriegerin hat der Erbaster weniger Leistungsfähigkeit für seinen Fingerschuss. Ein Laserangriff mit Betäubungsobjekt zur Verfügung. Je mehr KI entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr. Ja komm, hau die KI weg. Der KI-Kern wird entsorgt. Das geschieht diesem Heidegger recht. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Heißt? Da oben war nichts. Okay, weiter geht's. Was ist hier alles für Terminals zum Auf- und Zumachen? Eins, zwei. Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Ich hoffe, ihr habt gerade nichts gehört. Ich glaube, ich habe das Ding wieder zu früh angemacht. Hey! Oh, warte, ich brauche einen Barrett Ash. Cloud, was machst du da hinten, ey? Boah, Alter, was hat der für eine Attacke? Wirksam Feuer. Tifa, Magie. Wer hat Feuer? Also der Barrett hat Feuer. Keine große Sache. Oh, es geht einfach rum und auf. Das habe ich aufgepasst, dass ich da drücken muss. Alles verladen? Jawohl, Sir! Die Eindringlinge sind hier! Die sind in Ebene B6 eingedrungen! Wir greifen an! Verdammt! Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten! Sorgt dafür, dass die Fracht hier ankommt! Kein Problem! Wir kümmern uns darum! Upsig.
Hat der pupsig gesagt? Eine Karte gefunden? Nur eine. Die Qual der Wahl. Drei Lüfte. Langsamer machen. Was gut wäre. Mehr Angriffskraft. Und das ist wieder Materia, ne? Ich denke, wir machen alles drei Runde. Der Lift hier ist für eine Gigabombe. Wie wir uns auch entscheiden, Shinra wird sich sichern. In Zeugen von Gigabomben hat der Airbuster weniger Munition für seinen verheerenden Angriff zur Verfügung. Je mehr von den Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriff mit großem Schaden kann der Airbuster durchführen. Ja, komm. Alles drei weg. Die Gigabombe wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Die schauen uns doch zu, die schauen immer blöd aus der Wäsche. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, Verzichter. What the fuck, Alter, Barrett, du bist... Warte mal, ist das... Warum leuchtet das lila? Überschallfäuste. Okay, lila ist scheinbar spezielle Ausrüstung, oder spezielle Sachen. Tifa. Ah! Warte mal, das hat aber bloß... Ja gut, das müsste ich ausrüsten. Rückwärtssalto, Zusatzangriff, Hakentritt. Zusatzangriff. Die Chance, den Gegner einzuschüchtern. Blitzschnelle Ausweichschritt mit Ausschließen, Faustschlag, Schockpotenzial, Mittel. Gegner niederstrecken, kommen mit normalen Angriff, Gegner blocken. Waffenmodifikation tiefer. Tiefer. Mit dem Ding haben wir gleich 40 verfügbare Dinger, ne? Holy shit. Was haben wir denn da? Physische Attacke plus 6. Blitzelementarattacken plus 5%. Eiselement, Feuerelement, längere Debuffs. Längere Buffs. Schalt mal das frei. Da haben wir auch wieder physische Attacke plus 8. Zusatzschaden von elementarbasierter Materie. Was wollte ich jetzt? Magische Attacke plus 5. Schnelligkeit. Ja, komm. Raus. Da ist halt der Angriff voll groß, ne? Da ist wieder eher ausgeglichen. Wie schaut's bei den anderen aus? 37, 37. Wäre vielleicht gescheiter, ne? Okay. Nochmal Materia. MP Boost. Heilen, wiederbeleben, Frost, MP Boost, Gewitter und noch irgendwas.
Was könnte denn das und das da bringen? Kennt man da noch irgendwas? Okay, wir sind fast da, wo wir hin müssen. Das heißt, wir speichern nochmal. Schicksalhafte Begegnung, wo speichern wir jetzt? Ah, jetzt bin ich gespannt. Oder ist das nochmal. Das ist ja nochmal eins. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Er bitte umgehend Ersatz auf Ebene B5. Roger! Die Eindringlinge! Drängt sie zurück! Alter, das ist ein Grenadier. Warte, der hat auch kein Feuer. Machen wir mal Ehre. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird von hier verschickt? Alles. Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Da hinten ist noch eine. Okay, wir können 2 Sachen weghauen. Das heißt, seine Spezialattacke machen wir kleiner. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Hub. Dieser Lift transportiert eine. Ja, nein, jetzt hab ich. Ah! Einfach ja drücken. Die Gigabombe. Tolles Gefühl. Jetzt ist die Frage, machen wir die Materie. Es ist ja zweimal KI. Gigabombe und Materia. Warte mal, wie schaut's denn aus? Eine Gigabombe, 2 Materia, 3 KI-Dinge. Warte mal, habe ich denn ein KI-Ding weggehauen? Nein, ich habe jetzt 2 KI-Dinge. Ja, okay. Machen wir das auch noch weg. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Da frage ich mich, warum der Scheiß überhaupt so gelagert wird, Alter. Jetzt sind den Roboter mal fertig. Der KI-Kern wird entsorgt. Gute Wahl, Cloud. Materia-Kern, Bombe, Bombe-Kern. Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Von den Idioten auf jeden Fall nicht die beste Idee. Ich würde halt den dämlichen Roboter gleich vorbereiten, anstatt später erst. Wir sind fast draußen. Tiefer, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Hobo kurzen Prozess. Ja. Ach, Gegner. Sei still und kämpfe. Alter, was war denn das? Keine Chance!
Wo ist denn der? Der war oben. Alles in Ordnung bei dir, Tifa? Alles okay. Tut mir echt leid. Wieso tut mir echt leid? Ich bin der Typ, der wo voll am Arsch ist. Machen wir Magie. Barrel hat nicht so viel. Machen wir die Tifa, Vita. Dauert ein bisschen. So, jetzt aber. Jetzt ist da dann so ein Energieding wahrscheinlich drin. Oder doch nicht. Okay. Ne, wir sind immer noch nicht ganz durch, kann das sein? Okay, das wird automatisch nach oben geschmissen. Mit Marco fängt man Ratten. Ratten.